Hallo ihr Lieben, ich bin die Tage bei den Wildpferden regelmäßig, weil jetzt ist die Zeit, wenn sehr viele Fohlen zur Welt kommen. Und wie schon einmal gesagt, ich hoffe, dass ich wieder eine Geburt filmen kann, eine Geburt, aber es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Die Pferde wechseln sehr schnell ihre Position und man muss sie erstmal natürlich suchen, bis man sie findet. Und man kann sie aber nicht finden im Dunkeln, sondern man muss bei Sonnenaufgang da sein, in der Hoffnung, dass man dann diese Stunden erwischt, wo man vielleicht eine Geburt sehen kann und filmen kann, weil die Pferde eben ihre Nachkommen meist in diesen frühen Stunden, wenn es ruhig ist und so weiter, zur Welt bringen. Daher ist es nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass ich das vielleicht mal filmen kann wieder. Und ich wandere hier über diese Berge und suche nach den Pferden. Und da beschäftigen mich auch sehr viele Themen. Und ihr könnt gerne mal unter dem Video schreiben, welche Themen euch am meisten interessieren, weil dann können wir immer so einen Chat einbauen bei den Pferden, wo ich vielleicht kurz was dazu erzählen kann. Was mich eigentlich die Tage beschäftigt hat, ist diese Verbindung mit den Pferden und diese Verbindung zur Natur, wie wichtig das für uns Menschen ist. Ich habe neulich auch, glaube ich, gestern einen Post bei Facebook gesehen, wo eine Frau darüber geschrieben hat, wie sie das als Ballast empfindet, dass sie praktisch so viele bürokratische Sachen zu erledigen hat und wie sie die Zeit vermisst, wo sie einfach in ihrem Wohnwagen oder Van oder wo sie unterwegs war, praktisch nur die Kosten für Van, für Handy und für Benzin hatte und für Essen halt. Und das war es ja eigentlich, ja, wo man eben so viel Lebenszeit mehr zu genießen hätte, weil man weniger Verpflichtungen hätte und weniger Hab und Gut, was einen erschweren und beschweren kann. Und das kann ich wirklich auch so sagen, weil wir befinden uns ja eigentlich in unserer Zivilisation und das, was die Menschen bisher erschaffen haben, eigentlich in Ketten, weil das Leben dreht sich ja sehr viel um die Verpflichtungen und diese bürokratischen Hürden, die eingebaut sind, diese sinnlose Papierkram, was wir haben und so weiter. Das dient ja alles dazu, Menschen in diesen Ketten zu halten, aber niemals sie zu befreien. Was wäre das Leben, wenn man eben vielleicht 4 Stunden am Tag arbeiten müsste, ja, oder weniger? Weil mehr braucht man eigentlich nicht fürs Leben, wenn alles andere Ballast nicht da wäre. Und wenn man eben diese riesigen Häuser und Autos und dies und jenes eben nicht hätte, ja, wenn man ein einfacheres Leben hätte, dann wäre das eben ein einfacheres Leben, aber man hätte so viel mehr Zeit. Und ich glaube, Zeit ist eben das kostbarste Gut, was wir haben, weil die Zeit, die wir jetzt haben, die Momente, die wir hier erleben, kommen nie wieder. Die kommen nie wieder. Diese eine Minute, eine Sekunde und eine Stunde, die kommt nie wieder. Wenn sie einmal vorbei ist, dann ist sie vorbei. Und das ist eben das kostbarste Gut. Und ich denke auch, wie diese Frau, dass man so viel Zeit wie nur möglich leben sollte, wirklich leben sollte, sich wirklich guten Sachen widmen sollte. Und vielleicht eben auch dann eigene Sachen reduzieren und auf eines oder das andere verzichten, wenn man dadurch mehr Lebensqualität bekommt. Und das muss natürlich jeder für sich definieren, was ist für einen Lebensqualität.
Wenn ich hier mit den Pferden zusammen bin, die haben nichts, die haben nur ihren Körper, genauso wie alle Tiere, und sonst haben sie nichts. Die leben im vollen Vertrauen zur Natur. Die Natur, das Universum, Mutter Erde, sorgt für sie. Und sie leben im Hier und Jetzt deshalb ist es möglich, im Hier und Jetzt zu leben, weil sie frei sind. Das ist eben diese Freiheit. Und wir ketten uns selber an, weil eigentlich, ja, das ist schon auch System, aber System ist von Menschen erschaffen worden. Das sind wir, die unsere Ketten sprengen müssen. Das sind wir, die unser Leben so gestalten sollen, dass wir so wenig wie möglich im System sind. Und wenn sich sehr viele Menschen dem entziehen, dann ändert sich das auch. Das hängt nur von Menschen ab. Und natürlich gibt es ja auch gewisse Kräfte auf der Erde und unter den Menschen, die bestimmte Sachen lenken und Energien steuern und die Menschen manipulieren, dass sie in Angst leben, dass sie eben genau diese Ketten erhalten, aber letztendlich ist es alles ohne Macht, wenn die Menschen das abwerfen. Wenn die Menschen das einfach sagen, nein, das machen wir einfach nicht mehr mit und wir zahlen keine 50% Steuer oder 30, sondern 10, so wie es auch ein Zehntel war, immer. Weil alles andere müssen wir eben dann reduzieren. Wir müssen das reduzieren, damit die Menschen mehr Lebensqualität haben, damit wir uns als Menschheit weiterentwickeln. Und dieser ganze bürokratische Kram schrumpft natürlich auch damit, weil das ist immer weiter aufgebauscht worden, immer weiter ist es gewachsen. Das ist ein riesiger bürokratischer Kopf, was angewachsen ist, was uns Menschen einfach erstickt. Und ja, ich glaube, das können sehr viele nachvollziehen und sehr viele kommen in Resonanz damit, weil es uns irgendwo allen gleich geht. Wir leben ja alle hier auf dieser Erde und in diesem Bereich auf dem Planeten, wo wir das ähnlich haben. Und ja, dann ist es ja auch diese Sehnsucht mehr da nach Natur. Daher kommt das ja auch, weil wir haben uns immer mehr davon erweitert, je mehr wir in diese Zivilisation und totale Kontrolle, es geht ja immer weiter in totale Kontrolle, aber totale Kontrolle ist nicht das Leben. Das ist nicht das Leben. Das Leben ist auch Risiko, das Leben ist Abenteuer, das Leben ist Vertrauen. Das Leben ist zu sich selbst finden, mit der Natur verbinden, so dass man diese Kontrollmechanismen nicht mehr braucht. Die sind dann überflüssig, wenn der Mensch in sich selbst stark ist. Und das finde ich großartig. Daher verfolge ich auch gerne diese Geschichten, wenn die Menschen in diesen Tiny Houses leben oder in diesen Travel Vans, wo sie einfach Ballast abgeworfen haben und einfach leben, ja, und viel, viel weniger arbeiten müssen, weil die Kosten für Leben einfach geschrumpft sind, ja. Und das ist wirklich, wirklich so. So, da ist der Hengst und der ist in meinen Hund interessiert, aber manchmal kann das richtig gefährlich werden. Deshalb muss ich ihn erstmal auf Schusslinie bringen. Aber eigentlich ist er ganz lieb. Eigentlich ganz tolle, verträgliche Hengst ist es. Ich dachte erstmal, das ist eine Stute von Weitem, weil er so gut beieinander ist. Daran sieht man ja auch, wie toll die Hengste hier aussehen. Komm hier, Mali. Aber nein, das war ein Hengst. Und das ist eigentlich einzigster Hengst hier. Nee, da hinten ist auch noch ein Hengst. Genau. Da hinten ist auch noch ein Hengst. Den habe ich ja übersehen. Ansonsten sind das alles Stuten und Jungpferde. Und diese Gruppe ist hier wirklich toll und verträglich. Ich habe sie über Berg kommen sehen. Da hinten war eine andere Gruppe. Und ich werde jetzt weiter über Berg wandern.
und schauen, wo der Rest ist, weil gestern waren hier sehr viele Pferde, beziehungsweise ein bisschen weiter weg. Und ja, daran sieht man auch, wie schnell die diese Distanzen zurücklegen. Jedenfalls hoffe ich, dass dieses Thema euch auch mal weiter zum Nachdenken bringt und auch euch inspiriert, vielleicht selber mal darüber nachzudenken, ja, was man tun kann, gesamt als Menschheit meine ich jetzt, um unsere Lebensumstände zu verbessern, um unsere Lebensqualität zu gewinnen. Und ja, dass das uns vielleicht gemeinsam in eine Richtung bringt, ja, wenn mehr von uns darüber nachdenken und uns darüber beschäftigen und damit beschäftigen. Jedenfalls gehe ich jetzt weiter hier mit den Pferden. Zeit verbringen und sie suchen und schauen, was ich heute alles finde. Und ich halte euch auf dem Laufenden. Tschüss! Und wen treffe ich wieder mal? Das ist die Familie von dem Hengst mit der schwarzen Lockenmähne. Ich habe den vor ein paar Videos schon mal gezeigt, weil ich die Familie im Winter schon getroffen habe. Und hier sind die jetzt wieder. Sie scheinen alle wohlauf zu sein. Er ist eigentlich ein kleiner Hengst, das habe ich ja im letzten Video auch gesagt, aber er ist sehr starker Hengst. Er hält seine Familie schon seit
vielen Jahren zusammen. Das ist ein Fohlen von seiner früheren Leitstute, die war viel, viel älter als er. Und er hat sie sehr geliebt. Das war eine weiße Stute. Und sie war sehr weise. Er hat sich immer an sie orientiert und auf sie gehört. Sie hat alles bestimmt, aber sehr sanft und sehr zurückhaltend. Und er hat sie wirklich angebetet. Und das war jetzt Fohlen von ihr, also jetzt mal 2 Jahre alt. Und da sind jetzt die anderen Mitglieder. Er hat eine große Herde. Und er hält seine Herde immer abseits, ja, höchstens 1, 2 Familien in der Nähe, aber er mischt sich nicht in die großen Mengen. Und die Stuten sind alle hochträchtig. Der hat 5 hochträchtige Stuten. Und wie man sieht, auch am Euter, das ist auch geschwollen. Das kann ja jetzt sich nur um ein paar Tage drehen. Diese Stute, die war nie trächtig, aber jetzt scheint sie trächtig zu sein. Und das freut mich für sie. Das ist die 3. trächtige Stute da, die braune. Also die geströmte Stute hier, die war nie trächtig und die war immer dabei. Und jetzt scheint sie trächtig zu sein. Ich weiß es jetzt nicht ganz sicher, aber ich denke so. Und hier ist eben 4. trächtige Stute. Und die ist auch ziemlich weit in der Trächtigkeit fortgeschritten. Ich glaube, das sind jetzt auch nur ein paar Tage. Und dann bekommen sie ihre Fohlen. Und das ist die 5. Also 5 trächtige Stuten und eine große Familie. Das ist schon eine beachtliche Herde, vor allem hier bei diesen Pferden, wo wir einen Überschuss an Hengsten haben, und zwar wirklich enorm, ein Drittel mehr Hengste Minimum haben wir als Stuten. Deshalb kämpfen sie auch so hart um die Stuten und Familie. Und hier sind ja noch 2 jüngere Pferde, ein Hengst, ein 1,5- oder 2-jähriger Hengst. Ja, 2 ist er nicht, noch nicht. Und dann eben da diese Stute von seiner Leitstute weißen. Also das ist dieses Pferdchen, das ist Stute, Stutfohlen, beziehungsweise jetzt 2 Jahre in etwa. Ja, und das ist seine Familie. Das ist eine tolle Familie und die werden wir nach wie vor weiter begleiten.